herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Ja, es passiert jetzt tatsächlich manchmal sowas wie bei diesem Auto, dass jemand bei mir ein Auto kauft und einige Leute kommen dann und geben mir ein Auto zurück, weil sie ein neues kaufen. Bei dem Eigentümer war es ganz lustig. Total netter Kerl, hat das Auto gekauft, wollte seine Familie damit überraschen und kam dann nach Hause und seine Frau hat gefragt, ob er nicht ganz dicht ist. Und das hat dann für, wie soll ich es ausdrücken, gewissen Unfrieden in der Familiensituation geführt. Und dann hat er mich nach 2 Wochen angerufen und hat gesagt, Ingo, darf ich dir dieses Auto wieder zurückgeben? Ich kann es nicht machen, ich muss mir irgendwann später mal einen Porsche kaufen. Habe ich gesagt, okay, haben wir ein bisschen gesprochen, habe ich gesagt, mache ich, weil er hat natürlich vorher nochmal wirklich Geld auch in das Auto gesteckt. Er hat nämlich zudem, also es gibt diesen Film schon von dem Auto, der kommt jetzt hier gleich hinter diesem neuen Intro. Da hören Sie alles über das Auto. Der ist sowieso sensationell gepflegt und hat Motorrevision und alles Mögliche von Porsche und Rechnungen über mehr als 20.000 Euro. Und der jetzige Eigentümer, der den Wagen halt einen Monat hatte, hat sogar noch eine große Inspektion machen lassen hier bei Axel von Blittersdorf, hat noch die Wasserpumpe erneuern lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn, hier ist nochmal eine Rechnung über 2.389 Euro, die jetzt auch nochmal in das Auto geflossen sind. Alles andere sehen Sie in dem Film, der jetzt auch vielleicht gleich folgt. Und der Wagen hat nagelneue Reifen, also nagelneu einmal Berlin und zurück sozusagen. Der hat ein paar Kilometer mehr als vorher und entsprechend einen Eigentümer mehr. Tolles Auto. Gucken Sie sich das Video an, was jetzt kommt. Da hören Sie alle Infos. Das ist alles noch genau, wie ich es damals gesagt habe, also vor 4, 5 Monaten, als wir den Film gedreht haben. Wenn das Ihr Auto ist, rufen Sie mich an. Ich freue mich. Vielen Dank und viel Spaß beim Anschauen vom Video. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Ich habe schon wieder so einen. Der Wahnsinn. Porsche 996, Baujahr 7.7. oder Erstauslieferung 7.7.99. Das sind ja die, die irgendwann mal richtig teuer werden, die erste Serie. Und jetzt habe ich hier schon wieder einen, da wurde der Motor gemacht von Porsche. Es gibt, also es ist ein so unfassbar gepflegtes Auto, ja, der hat der jetzige ist der 4. Eigentümer, aber wurde dann vom Neffen und so weiter, also in der Familie so ein bisschen weitergegeben. Ist auch egal, weil der Wagen ist top gepflegt, ja. Der Wagen hat eine Historie, das habe ich selten gesehen, ich habe hier ein Checkheft, das ist so voll. Ich kann es mal hier kurz aufblättern, wenn wir hier mal reingucken. Also Wartungsnachweise der Reihe nach, ja, also von Anfang an, von 2000 hier geht's los und geht immer regelmäßig weiter. Hier sind wir bei 2014, dann sind wir bei 15, 16, 17. Letzte Inspektion war 3.4.17 da und im Porsche-Zentrum. Dann habe ich hier Rechnung, also der hat neue Stoßdämpfer gekriegt also in 2016 bei 131.270 Kilometer. Er hat neue Zündsprung gekriegt, 2015 bei 122.216 Kilometer. Stoßdämpfer bei 21.270, genau. Der Motor wurde gemacht im September 17, das heißt, man hat sogar noch Garantie auf die Motorarbeiten von Porsche, bei 135.000 Kilometer. Jetzt hat er 141.000 runter. Die Rechnung alleine waren knapp unter 9.000 Euro. Ich habe hier eine Mappe, da sind Sachen drin, also da wird immer alles gemacht an dem Auto. Ich habe hier eine Mappe, ich habe hier zusammengerechnet, über 20.100 Euro sind hier Belege vom Porsche-Zentrum und so weiter und so fort. Es gibt die beiden Schlüssel noch. Es gibt den Radiocode, also hier steht extra, daran sieht man immer, dass Leute ihr Auto, finde ich, gern gehabt haben. Hier schön Radiocode auch dabei. Was habe ich vergessen? Ich glaube nichts. Ja. Ansonsten würde ich sagen, lass uns mal rumgehen, lass mal gucken, wie der Wagen ausschaut. Schöner Porsche 996. Die Felgen, ich mag die, ich finde die schick, muss ich gestehen. Sind auch sehr ordentlich, da ist nichts dran. Schiebedach hat er, Heckscheibenwischer hat er, das mögen einige Leute nicht. Ich finde es persönlich ganz schön, so ein Schiebedach. Hier, die Lampen sind heil, alles, keine Risse drin. Ich sehe keinen Kratzer, keine Beulen. Er hat auf der Motorhaube hat er so ein paar kleine Steinschläge. So, ich guck mal, wir gucken mal uns den Motor gleich an, wenn wir hier hinten sind. Mache ich gleich mal auf.
Was ich noch gar nicht gesagt habe übrigens, ist ein Schalter. Also, äußerst selten. Ja? So, da ist der Motor. Insofern auch das schick und ordentlich. Ja, hier die ganze Flanke, da ist gar nichts. Technik funktioniert an dem Auto tipptopp. Und dann gucken wir nochmal vorne rein gleich, wenn wir schon mal dabei sind. Auch das ist ordentlich und gefällt. Hier der Aufkleber, ganz wichtig. Und hier an sowas erkennt man auch immer den liebevollen Porsche-Fahrer. Hier ist nämlich ein Liter Öl drin, nur so zur Sicherheit. Immer auf Reserve, ja? Also immer Reserve dabei. Gut. Schön. Ich glaube, ich habe alles... Oh, jetzt habe ich mein Kind gerade gehört. Der guckt gerade die Sendung mit der Maus. Muss ich den kleinen Fritz mal helfen, weil ich muss kurz diese Werbung weiterdrücken. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Gucken wir uns von innen an. Ja? Auch da sieht der Wagen schick aus. Was ich noch kurz zu diesen ganzen Scheckheft-Geschichten sagen wollte, ich habe in den Unterlagen auch die ganzen Wartungsprotokolle. Also nur mal so, das ist auch äußerst selten. Ja, von innen sieht er so aus, wie er hier aussieht. Ich weiß gar nicht, für mich sieht das immer aus wie schwarz, aber es ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz dunkelblau. Vielleicht bin ich auch farbenblind oder was, aber es ist wohl ganz dunkles Blau, aber also es sieht eigentlich aus wie schwarz. Aber hier drinnen auch die Mittelkonsole, das ist alles tipptopp, hier ist nichts abgegriffen, alles ordentlich. Was man machen könnte, ich habe einen fantastischen Mann, der so Leder, auch haben Leute, die meine Videos öfter sehen, auch schon mitgekriegt, ich lasse das jetzt gerne immer mal wieder machen, der überarbeitet diese Sitze, dann ist dieses Speckige so ein bisschen weg, dann sieht es so top aus, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das kann man immer noch besprechen, wenn jemand den Wagen kaufen möchte. Was gibt es zu erzählen? Nichts mehr, oder? Ich glaube, ich habe alles gesagt. 140 gesamt hat er gelaufen. Ich fahre ihn jetzt mal. Und dann gucken wir mal, wie der Wagen läuft und sich anhört. Das machen wir jetzt. Gut, dann schauen wir mal. Schiebedach aufgemacht, weil das ist oft, dass es nicht geht. Bei vielen Branchen muss man da zwei, da gibt es, aber bei dem ist alles picobello, tipptopp. Wirklich ein schönes Auto. Wer so ein Auto haben will und Schalter, macht halt Bock. Ne? Das ist halt echt so selten. Die 906 wurden meistens mit Tiptronic ausgeliefert. Und da hier ist noch ein Schalter. Also ich glaube, was Besseres kannst du gerade nicht finden. Insofern, wenn das was ist, anrufen. Wagen steht bei mir in der Halle. Ich sage hier mal tschüss, weil wir müssen noch ein anderes Auto filmen. Und lassen wir den gleich draußen stehen. Ja? In diesem Sinne, ich freue mich auf den Anruf. Danke, tschüss. Herzlichen Dank. Thank you.